Hatte ich eine solche Tonsillitis, dass die Stimme weg war und ich habe diese Predigt geflüstert. Das Mikrofon wurde auf volle Lautstärke gedreht und die Brüder haben die Bibelstellen gelesen dazu, dass ich nicht länger als eine halbe Stunde predigen musste. Man kann auch im Flüsterton predigen mit der heutigen Technik, aber das demütigt uns, ja, und wir sehen, wie vergänglich wir sind und dass jetzt gerade es dieser Schwester schwindlig wurde, das zeigt uns, wie schnell es sein kann. Es ist auch sehr heiß. Und wenn es jemand zu heiß ist, darf er auch gerne auch kurz mal nach draußen gehen oder auch einen Schluck Wasser trinken, damit es niemand schlecht wird. Nun möchte ich zu uns sprechen noch in der verbleibenden Zeit über das Thema Hochmut und Demut. Und dazu lese ich einige Verse aus dem Buch der Sprüche zu Beginn. In Sprüche 16, Vers 18 steht: Stolz kommt vor dem Zusammenbruch und Hochmut vor dem Fall. In Sprüche 18, Vers 12 steht: Vor dem Zusammenbruch wird das Herz des Menschen hochmütig, aber vor der Ehre kommt die Demut. In Sprüche 29, 23 lesen wir: Der Hochmut des Menschen erniedrigt ihn, aber ein Demütiger erlangt Ehre. Noch drei Verse in Sprüche 11, Vers 2. Auf Übermut folgt Schande, bei den Demütigen aber ist Weisheit. In Sprüche 16, 19. Besser bescheiden sein mit den Demütigen, als Beute teilen mit den Stolzen. Und in Sprüche 22, Vers 4. Der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Zu Beginn eine Begebenheit aus dem späteren Mittelalter. Sicher kennt ihr alle den bekannten Erfinder, aber er ist auch ein Maler gewesen, Leonardo da Vinci. Vor einigen Jahren in Paris haben wir natürlich die Mona Lisa gesehen im Louvre, das bekannteste Gemälde von ihm. Aber es gibt noch weitere sehr bekannte, zum Beispiel das Bild Das Abendmahl. Er war also ein christlicher Künstler und hat immer wieder das Ziel gehabt, Gott, Jesus, die Ehre zu geben. Und so hat er lange Zeit an diesem Gemälde gearbeitet. Und dieses Gemälde war übrigens ursprünglich, so sagt man, nicht so gestaltet, wie es heute zu sehen ist. Da gab es einen Unterschied. Und zwar hatte er drei Wochen Arbeit investiert für ein kleines Schiffchen, das in einer Ecke dieses Bildes war. Da war noch ein kleines Schiff mit einer ungeheuer feinsinnigen Malereikunst dargestellt. Und als nun die Eröffnung war, dieser Ausstellung, hat er beobachtet die Leute, die dieses Bild betrachtet haben. Und dann hat er sich gewundert zunächst und dann geärgert, denn er hat gesehen, die meisten Leute, die schauen nur in diese Ecke, wo dieses Schiff dargestellt ist, das so ungeheuer fein gemalt war. Und sie haben gar nicht mehr so auf Jesus geschaut, auf diesem Abendmahlsbild. Und was hat er getan? Als er abends allein war, nahm er seinen Pinsel und löschte mit einem kräftigen Strich dieses Schiff aus. Dieses Schiff, auf das er allein drei Wochen Arbeit verwendet hatte, hat er mit einem Strich ausgelöscht. Und warum? Jesus allein sollte im Mittelpunkt sein. Nicht der Hochmut des Künstlers, nicht sein Stolz, sondern die Demut vor Gott, vor dem Herrn. Liebe Geschwister, Demut heißt Dienemut, Mut zum Dienen, Mut, sich unter den anderen zu stellen, Mut, sich hinzugeben, nicht Mut zu prahlen und der Größte sein zu wollen. Demut ist das Kennzeichen unseres Herrn Jesus Christus. Wer erinnert sich noch an den Vers, den ich am Anfang gelesen habe? Matthäus 11, Vers 28 folgende. Ich lese nochmal, der Herr Jesus spricht: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, denen es also schlecht geht, die bedrückt sind und belastet. Ich will euch erquicken, ich will euch Kraft geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Nicht gespielt demütig, wie manche Menschen heutzutage, sondern wirklich von Herzen demütig. Dann, wenn ihr zu mir kommt, so sagt Jesus, dann werdet ihr Ruhe
Frieden finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Sanftmut, Demut, das Kennzeichen unseres Heilandes Jesus Christus. Hochmut und Stolz dagegen, Kennzeichen von wem? Vom Satan, vom Teufel, den gibt es eben auch. Den hat Gott erschaffen. Weiß. Und ich soll kurz mitteilen, dass ja, Bescheid wissen, der Schwester geht schon etwas besser, ja, die vorhin den Schwächenanfall hatte. Also Demut, das Kennzeichen des Herrn Jesus Christus, und Demut, den Kennzeichen Jesu, und Hochmut, das Kennzeichen Satans. Auch dazu eine Bibelstelle. In Propheten Hesekiel, Kapitel 28, Verse 13 folgende, wird der Fürst von Tyrus beschrieben, aber hier als Bild für Satan zugleich. Die Bibel hat ja eine ungeheure Tiefe. Jedes Wort ist von Gottes Geist durchweht. Und so auch hier. Der König von Tyrus ist zugleich hier ein Symbol für den gefallenen Lichtengel Luzifer oder Satan. Und über ihn wird Folgendes gesagt. In Eden, im Garten Gottes, warst du. Mit allerlei Edelsteinen warst du bedeckt. Mit Sardis, Topas, Diamant, Chrysolith, Onyx, Jaspis, Saphir, Karfunkel, Smaragd und mit Gold. Deine kunstvoll hergestellten Tamburine und Flöten waren bei dir. Am Tag deiner Erschaffung wurden sie bereitet. Du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Ja, ich, also Gott, hatte dich dazu eingesetzt. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes und du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen. Das sind die anderen Engel. Du warst vollkommen in deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde. Und du hast gesündigt. Durch deine vielen Handelsgeschäfte ist dein Inneres mit Frevel erfüllt worden. Darum habe ich dich vom Berg Gottes verstoßen und dich, du schützender Cherub, aus der Mitte der feurigen Steine vertilgt. Dein Herz hat sich überhoben wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit um deines Glanzes willen verderbt. So habe ich dich auf die Erde geworfen und dich vor den Königen zum Schauspiel gemacht. König von Tyrus als Typus, als Abbild für Luzifer, den gefallenen Lichtengel. Und wir haben ja gehört, das weiß auch der Volksmund, diesen bekannten Satz aus dem Buch der Sprüche, aus dem Wort Gottes, Hochmut, Stolz kommt vor dem Fall. Soll für uns alle eine Warnung sein, nicht stolz zu werden, nicht uns auf uns selber etwas einzubilden. Alle Gaben, die wir haben, hat Gott uns geschenkt. Wir wollen immer in der Abhängigkeit vom Herrn ihm dienen und uns nichts zuschreiben. Jetzt möchte ich einige Unterschiede nennen. Ganz praktisch für uns, für den Unterschied zwischen Hochmut und Demut. Einige Beispiele in der Praxis, die wir aus der Bibel entnehmen dürfen. Zunächst, der Mensch, der weise ist, nicht nur klug, sondern weise, von göttlicher Weisheit erfüllt. Der Weise, mit S geschrieben, ja, der achtet den anderen höher als sich selbst. Ein hochmütiger Mensch dagegen ist ein Egoist, ist sich immer selbst der Nächste, achtet nur auf seinen Vorteil und tritt den anderen mit Füßen. Das sollten wir niemals tun. In Philipper 2, Vers 5 folgende, kann jetzt aus Zeitgründen nicht alles lesen. Da steht ja geschrieben, ihr sollt so gesinnt sein, wie es Jesus Christus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, seinem Vater gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Aber dann heißt es, gerade weil er sich selber erniedrigt hat, hat ihn Gott der Vater erhöht über alle Maßen, ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Der Weise ahmt dieses Beispiel Jesu nach. Er achtet den anderen höher als sich selbst. Wir sollen sein Beispiel nachahmen. Der weise Mensch, im Unterschied zum törichten Mensch, Tor nennen die Bibel auch, ja, der weise Mensch liebt und lobt den Herrn über alles.
Die Liebe zu Gott, wir haben es im ersten Predigt schon gehört, und zum Nächsten, dieses Doppelgebot der Liebe. Du sollst Gott, den Herrn, lieben von ganzem Herzen, ganzer Kraft, ganzem Gemüte und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das heißt, wie du dich selbst ohnehin schon liebst, von Natur aus. Das ist kein Aufruf, sich selber zu lieben, wie es manche fälschlich auslegen, sondern wir sollen den Nächsten so lieben, wie wir uns selber von Natur aus ohnehin schon lieben. Natürlich, es gibt auch Menschen, die haben keine Selbstannahme, denen muss man dann seelsorgerlich helfen, das ist ein anderes Problem. Aber von Natur aus lieben wir uns selber mehr als andere und wir sollen gerade den anderen genauso lieben. Ja, über alles Gott lieben und den anderen dann auch lieben. Das schaffen wir nicht aus eigener Kraft, das können wir nur, wenn der Herr Jesus in unseren Herzen wohnt und uns dazu immer wieder anleitet. Christus in uns. Das war übrigens das geistliche Geheimnis Hudson Taylors, von dem wir heute auch schon gehört haben. Er hat nicht mehr aus eigener Kraft das Missionswerk betrieben, als er erkannte, er muss einfach Christus in sich wirken lassen. Durch den Heiligen Geist jeden Tag seine Kraft erbitten. Also der weise Mensch liebt und lobt den Herrn über alles, während der Hochmütige sich selber vergottet. Und der Teufel wollte ja werden wie Gott, das war sein Fall und er wollte auch Adam und Eva dazu verleiten und jeden Menschen sein wollen zu Gott, sein zu wollen wie Gott und damit nicht mehr Gott die Ehre zu geben. Das ist das Problem der Macht auch in unserer Gesellschaft. Viele Menschen sind so reich, die können mit ihrem Geld gar nichts anfangen, aber dann wollen sie Macht über andere, wollen sie die Welt beherrschen. Ja, das gibt es nicht nur in manchen zweitklassigen Filmen, dieser Macht-Weltbeherrscher, das gibt es auch in der Realität heute, dass es einige sehr Reiche in der Welt gibt, die Macht wollen. Aber in jedem Menschen steckt diese Sünde von Natur aus drin. Und das sollten wir auch den Herrn bitten um Reinigung, denn mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren, es kämpft für uns der rechte Mann, der für uns ist erkoren, der Herr Jesus Christ, so hat Martin Luther in seinem Reformationslied gedichtet. Sprüche 16, 18 haben wir gehört, Stolz kommt vor dem Zusammenbruch und Hochmut kommt vor dem Fall. Es gibt ein sehr gutes und hilfreiches Buch, was mich auch in einer richtigen Notsituation schon aufgebaut hat, mit dem Titel Zerbrich mich, Herr, von William MacDonald. Es ist ein Buch, das den Selbstzerbruch uns als Segen beschreibt, denn nur wenn wir vor Gott wirklich ganz klein sind, ganz am Ende sind, dann kann er uns aufbauen. Wie steht es in der Bibel? Meine Kraft ist in den Starken mächtig. Stimmt das? Nein. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das klingt paradox und vielleicht unbegreiflich für manchen, aber das ist Gottes Geheimnis. Gott hilft den Schwachen auf. Er tröstet die Bedrückten und Belasteten und schenkt Kraft, wenn wir mit leeren Händen zu ihm kommen und sagen, ich kann nichts mehr tun. Herr, fülle du mich mit deiner Kraft und Gnade. Wie fließt ein Bach, liebe Kinder? Fließt er von unten nach oben oder von oben nach unten? Von unten nach oben, ja, wenn er gepumpt wird, ja, heutzutage. Aber natürlich, ein Bach fließt von oben nach unten. Und so ist es auch mit der Gnade Gottes. Gnade heißt, dass Gott uns die Sünden vergibt, dass er alles Böse aus unserem Herzen wegwäscht durch das Blut Jesu Christi, dass er als das heilige Opferlamm am Kreuz auf Golgatha für uns vergossen hat, um uns reinzuwaschen. Wir werden reingewaschen durch sein Blut. Und das ist Gnade. Diese Gnade fließt immer von oben nach unten. Nur wenn wir uns demütigen und uns unter Gott stellen und nicht versuchen, was sowieso nicht geht, uns irgendwie über Gott stellen zu wollen, was völlig absurd ist. Ja? Aber manche Menschen meinen das. Gestern haben auch wieder einige getroffen. Ich bin Atheist, ich bin Antichrist und was man da alles hört auf den Straßen. Ich sage immer, wollen Sie wirklich in die Hölle kommen? Ja, ist doch viel besser im Himmel und nicht auf der falschen Seite zu sein. Also wir können uns niemals über Gott stellen und behaupten, Gott gibt es nicht oder ähnliches, sondern wir sollten uns vor Gott beugen. Dann wird er uns segnen und füllen mit seiner Gnade. Der König Nebukadnezar war ein sehr mächtiger König in seiner Zeit. Babylon, und dann hat er auch die Stadt Babylon erbaut. In Daniel Prophet 4, Kapitel 4 wird es beschrieben. Und dann hat er seine Reiche da betrachtet und hat er auch den Traum von dem Baum, der über alle anderen wuchs und die Vögel des Himmels fanden Zuflucht. Und Daniel hat ihm gesagt, das bist du, aber der Baum wurde plötzlich abgehauen, es wurde nur der Stumpf stehen gelassen. Und das war eine Prophetie für das, was dann geschehen ist. Nebukadnezar, der mächtigste Mann seiner Zeit, hat sich über alle erhoben. Und von einem Moment auf den anderen wurde er wahnsinnig.
Das ist auch historisch bezeugt und wird uns in der Bibel beschrieben. Und vier Zeiten oder dreieinhalb Zeiten, ja, waren es, hat er praktisch Gras gefressen wie ein Tier. Und erst als er einen Lichtblick bekam und sich vor Gott gedemütigt hat, dann wurde er wieder eingesetzt in sein Königsamt. Ja, das würden wir auch wünschen, dass auch unsere Politiker, aber auch jeder von uns demütig ist und nicht irgendwie abhebt über das Volk, über das, was uns zugeteilt ist. Er musste Gras fressen, der mächtigste König seiner Zeit. In Daniel 4 könnt ihr das nachlesen. Nun aber weitere Kennzeichen in der verbleibenden Zeit über Hochmut und Demut im Vergleich. Der weise Mensch, der nicht nur klug, sondern weise ist, erlebt die Demut aus, ohne sie zur Schau zu stellen. Es gibt auch Menschen, die bezeichnen sich selber als demütig. Entschuldigung, wenn ich so sage, es gibt sogar einen Papsttitel, der heißt der demütige Diener Gottes oder der Diener Gottes. Ja, das ist schon ein Ritual, ein Titel, aber das drückt natürlich überhaupt nichts von Demut aus, sondern eher im Gegenteil. Denn viele wissen es vielleicht nicht, der Papst ist der oberste Regierungsherr über alle Regierungshäupter der Erde, von seinem Selbstanspruch her. Ja. Nur für die, die ihn als solchen anerkennen natürlich. Ja. Aber das ist natürlich nicht demütig, sondern das ist ein, so wie früher die römischen Kaiser, die das Imperium beherrscht haben, so ist das jetzt an die römische Kirche gefallen, dieser Anspruch. Obwohl viele das heute nicht mehr annehmen, aber der Anspruch besteht, und es fällt euch vielleicht auf, dass sämtliche Regierungshäupter alle nach Rom zur Audienz wollen. Selbst Arafat, damals der Palästinenserpräsident, und andere, oder Frau Merkel und wie sie alle heißen, sie sind alle beim Papst. Ich wüsste ja an sich keine Ausnahme. Ja, der Diener, ich weiß es nicht. Jedenfalls, wenn ein Mensch die Demut zur Schau stellt, das kann natürlich nicht nur dem Papst passieren, auch uns, dann ist es keine echte Demut mehr. Ich erinnere mich noch, einer meiner Lehrer, als ich Theologie studiert habe, ich nenne es keinen Namen, da sagte seine Sekretärin, mein Chef, das ist der demütigste Mann, den ich kenne. Dann wurde er später Bischof und dann hat er Dinge gemacht, ja, hat ihm nachher vielleicht leid getan, was er da alles unterschreiben musste. Und da war dann nichts mehr mit Demut. Aber Gott sieht ins Herz, wir wollen über niemanden ein Urteil fällen. Wir müssen uns selber prüfen, dass wir auf dem Boden bleiben, der Realität. Und schon jede Krankheit, jede Schwäche, jedes Versagen demütigt uns. Und Gott schickt das ganz bewusst und es ist gut, dass wir immer wieder in der Schwachheit sind. Ich hatte jetzt auch diese Woche Ohrenschmerzen und Dinge. Ja, da weiß man nicht, hast du halt schon eine Geschwulst, ist vielleicht schon Krebs. Und wie schnell wird man dann ganz klein und demütig? Das hat es Gott wieder weggenommen. Ich habe einfach auch gebetet und der Herr hat es auch wieder weggenommen. Wie oft sind wir schon, sagen wir mal, dem Tod noch so von der Schippe gesprungen? Aber man weiß nie, irgendwann kommt die Todesursache. Und dann sollten wir bereit sein, vor Gott zu stehen. Und das können wir nur reingewaschen durch das Blut Jesu Christi, denn schon eine Sünde trennt uns von Gott und schließt uns vom Himmelreich aus. Und kein Mensch ist so perfekt, dass er alles perfekt macht und nie einen Fehler macht. Wir brauchen Reinigung, egal ob wir jetzt, wie der Volksmund sagt, große oder kleine Sünder sind. Jeder ist ein Sünder und von Gott getrennt, von Natur aus. Und wir brauchen das reinigende Blut Jesu Christi. Noch zwei Kennzeichen oder drei in Kürze. Der weise Mensch ordnet sich unter und lässt sich korrigieren. Wer hochmütig ist, lässt sich nichts sagen. Versucht mal einem Stolzen etwas beizubringen in Liebe. Das kann auch schon bei Kindern sein. Ich weiß alles besser, ich lasse mir nichts sagen von den Älteren. Ja. Ich hoffe, ihr seid nicht so, sondern seid auch bereit zu lernen. Natürlich, die Älteren wissen auch nicht immer alles. Und die Kinder sind heute natürlich so viel klüger in vielen Dingen, wo wir uns gar nicht mehr auskennen, das ist auch klar. Aber trotzdem sollte jeder demütig sein und bereit sein, auch vom anderen zu lernen. Wir können auch von den Kindern manches lernen, weil die ja in der Schule sind. Da ist der Lernstoff noch frischer. Ja, ich habe schon manches wieder vergessen nach 50 Jahren seit der Schulzeit. Aber jedenfalls wollen wir demütig sein. Und für Erwachsene heißt Demut auch, dass wir auch bei unseren Kindern, wenn wir versagt haben, auch um Vergebung bitten können. Das ist wirkliche Demut, wenn wir unsere Kinder um Vergebung bitten dürfen für manche Dinge, die nicht gut gelaufen sind. Natürlich auch die Eltern. Es ist auch schön, wenn die Kinder das tun. Ja, der weise Mensch lässt sich korrigieren. Er gibt Versagen zu, er gibt Schuld zu. Und er möchte es in Ordnung bringen lassen. Leider waren auch die Jünger Jesu nicht alle immer perfekt. Ja, sie waren auch Sünder und haben die Vergebung durch Jesus gebraucht. Alle. Und
Es gibt da so ein paar Beispiele, wo sogar der Lieblingsjünger Johannes war dabei und sein Bruder, wo sie zur rechten und linken Jesus sitzen wollten. Aber ja, dieser Platz, das steht nur dem Vater im Himmel zu, diesen Platz zuzuweisen. Dieses Machtgerangel, das gibt es auch manchmal in Gemeinden und das sollte nicht sein. Wer wirklich demütig ist, der wird es nicht an die große Glocke hängen. Und der weise Mensch kann schweigen und sich zurücknehmen, während ein Stolzer prahlt und sich hervortut und immer der Erste sein will. Das ist ganz klar. Und das stößt dann auch unangenehm auf und man macht sich damit auch keine Freunde, sondern an sich nur Neider und Feinde. Ich sage auch immer zu Menschen, die vielleicht so groß tun, nimm dich lieber ein bisschen zurück, damit du nicht so viele Neidische und Feinde machst. Ja, man muss nicht mit seinen Dingen prahlen oder es in die große Glocke hängen. Der demütige Mensch ist gehorsam, er hört auf den Willen Gottes und nimmt Gottes Willen ernst, während der Hochmütige und Stolze rebelliert. Auf Übermut folgt Schande, bei den Demütigen aber ist Weisheit. Lesen wir in Sprüche 11,2. Und jetzt der letzte Punkt. Der weise Mensch ist mit dem zufrieden, was Gott ihm zuteilt. Genügsamkeit, Bescheidenheit, Zufriedenheit, Dankbarkeit. Besser bescheiden sein mit den Demütigen als Beute teilen mit den Stolzen. Lesen wir in Sprüche 16, Vers 19. Der eine besitzt vielleicht mehr, der andere weniger. Aber es steht auch im Buch der Sprüche ein sehr hilfreicher Vers, was das Thema, was damit eng zusammenhängt, Armut und Reichtum angeht. In Sprüche 30, 7 bis 9 lesen wir: Zweierlei erbitte ich mir von dir, o Herr, das wollest du mir nicht versagen, bevor ich sterbe. Falschheit und Lügenwort entferne von mir. Armut und Reichtum gib mir nicht, beides nicht. Weder Armut noch Reichtum. Nähre mich mit dem mir beschiedenen Brot. In dem Sinne des Vaterunsers, unser täglich Brot gib uns heute. Und warum? Das steht weiter in diesem Gebet. Damit ich nicht aus Übersättigung dich, o Gott, verleugne, also zum Atheisten werde, und sage, wer ist der Herr? Aber dass ich auch nicht aus lauter Armut stehle und mich am Namen meines Gottes vergreife. Soweit das Zitat. Wenn ich nämlich zu reich bin, ist der Materialismus die große Gefahr, dann vergesse ich unter Umständen Gott. Und wenn ich zu arm bin, dann komme ich in die Gefahr zu stehlen. Und das soll auch nicht sein, sondern Gott schenkt das richtige Maß. Und wer viel hat, das sagt auch das Wort Gottes, wohlzutun und miteinander zu teilen, das vergesse nicht, das ist unter dem Segen des Herrn. Nun möchte ich abschließend noch eine Geschichte uns wiedergeben und damit auch zum Ende kommen. Eines Tages suchte ein Finanzbeamter vom Finanzamt, sehr, sehr beliebt, ja, einen armen Prediger auf. Das war jetzt also nicht ich, zu uns ist noch keiner gekommen, vom Finanzamt so direkt. Aber eines Tages hat ein Finanzbeamter einen armen Prediger aufgesucht, der wenig irdische Reichtümer besaß. Er fragte diesen Prediger, dieser Finanzbeamte fragte als den Prediger, was er besitzt. Was hast du so, was ist dein Eigentum? Und er wollte damit feststellen, natürlich, wie viel Steuern er zu zahlen hatte. Oh, sagte der Prediger, ich bin sehr wohlhabend und sehr reich. Sehr reich, da hat der Finanzbeamte gestaunt. Und dann zählte der Prediger, der gar keine vielen materiellen Güter hatte, aber seine wirklichen Schätze auf. Und das waren folgende Schätze. Und das wünsche ich auch jedem von uns, diese Schätze. Er hat gesagt, ich besitze das ewige Leben. Ich komme in den Himmel. Ich habe eine Wohnung im Himmel. Ich habe Frieden, der alle Vernunft übersteigt. Ich habe die göttliche Liebe, die niemals versagt. Ich habe eine fromme und treue Frau. Ich habe gesunde, glückliche und gehorsame Kinder. Ich habe wirkliche, treue Freunde, die mich nicht im Stich lassen, wenn es mir schlecht geht. Und ich singe dem Herrn ein Loblied auch in der Nacht. Und vor allem, ich werde die Krone des Lebens empfangen, die denen verheißen ist, die Gott lieben. Und wie steht es bei dir, liebe Seele? Kannst du auch diesen geistlichen Reichtum vorweisen? Ich wünsche es jedem von ganzem Herzen. Amen.
Ich habe diese Geschichte in der Zeitschrift von Hilfskomitee Aquila gefunden unter der Rubrik Kindergeschichte und dachte, es sind Sommerferien, gibt keine Kinderstunden, ich erzähle sie. Und als ich sie durchgelesen habe, habe ich gedacht, eigentlich ist das die Geschichte für uns alle. Es war ein windiger Nachmittag an der Ostküste Chinas. Es waren mehrere kleine Boote auf dem Meer und ein größeres Fischerboot von 6 Männern gesteuert und sie arbeiteten mit Netze. Und noch weiter weg war ein chinesisches Passagierschiff, Hongboot hieß es. Und während der Bootsmann das Schiff steuerte, saßen die Passagiere gemütlich unterm Sonnensegel, tranken Tee und unterhielten sich. Wenn man die Leute anschaute, sah es aus, als ob es alle Chinesen waren. Aber beim näheren Betrachten hat man gesehen, dass zwei Männer, obwohl sie chinesische Kleidung trugen und Chinesisch sprachen, sie waren Europäer. Es waren zwei Missionare. Sie sagen, dass sie die Geschichte von Jesus gehört haben und sie auch gut finden, sagte Hudson Taylor, der eine der Missionare. Aber es reicht nicht aus, sich im Kopf mit Jesus zu beschäftigen. Man muss Jesus ins Herz aufnehmen, mein Freund. Dazu bin ich noch nicht bereit, sagte der Chinese mit Tränen in den Augen. Ich brauche noch mehr Zeit, um mir darüber Gedanken zu machen. Ich will sie predigen hören, wenn sie in Suqiang ankommen. Ich kann Suqiang schon sehen, meinte John Jones, der andere Missionar. Einige Passagiere standen auf, um hinzuschauen, und tatsächlich, man konnte diese große Stadt schon sehen. Ich gehe herunter, um meine Traktate vorzubereiten, sagte Hudson Taylor und ging runter. Er öffnete gerade eine Kiste mit Traktaten, als er plötzlich einen Schrei und ein lautes Platschen hörte. Er lief hoch aufs Deck. Was ist los? Rief er. Dieser Mann ist über Bord gestürzt, rief der andere Missionar. Der, mit dem du dich gerade unterhalten hast. Und diese Menschen, sie können meistens nicht schwimmen. Die anderen Chinesen standen in dem Boot, hilflos da und schauten über die Reling. Würde keiner versuchen, hinunterzuspringen? Haltet das Boot an, rief Hudson Taylor. Er schlug das Seil hinunter, sprang in das trübe Wasser, aber der Mann war außer seiner Sichtweite. Er tauchte immer wieder. Ich muss ihn finden, keuchte er. Er hatte Jesus noch nicht angenommen und war noch nicht bereit zum Sterben. Und während er mal wieder aus dem Wasser tauchte, sah er den Rumpf des Fischerbootes näher kommen. Hey, rief er, kommt schnell und lasst euer Netz hier runter. Da ist ein Mann am Ertrinken. Die chinesischen Fischer starrten ihn an. Es passt uns nicht. Wir verlieren zu viel Zeit. Wir verdienen zu wenig Geld. Ich gebe euch mehr Geld, als ihr in vielen Tagen verdienen könnt. Kommt doch bitte her und hilft mir. Werft euer Netz aus. Wie viel Geld gibst du uns? Fragten die Fischer ganz gelassen. Ich gebe euch $5. Er wusste, dass es für die chinesischen Fischer damals eine sehr große Summe war. Das ist uns zu wenig, handelten sie. Gib uns $20. Ich habe nur 14 und ihr bekommt sie, wenn ihr mir helft. Jetzt waren die Fischer bereit. Sie kamen herbei, warfen das Netz aus und weniger als in einer Minute lag der Mann auf dem Deck des Passagierenbootes. Geben Sie uns das Geld, bezahlen Sie, was Sie versprochen haben, verlangten sie. Aber Hudson Taylor hörte nicht auf sie. Er versuchte, den Mann wieder zu beleben. Vergeblich. Der ertrunkene Mann konnte nicht mehr gerettet werden. Das Leben war bereits entflohen. Der triefend nasse Missionar sagte tonlos, hier ist euer Geld. Ich zahle euch, was ich versprochen habe. Aber wenn ihr nur gekommen wäret, als ich gerufen habe, das Leben dieses Mannes hätte wahrscheinlich noch gerettet werden können. Er ging hinunter, hat sich umgezogen und legte sich auf sein Bett. Er zitterte vor Anspannung und Schock. Diese Fischer sind schuld an dem Tod eines Mannes, dachte er. Alles nur, weil sie zu beschäftigt waren mit Fischen.
Sie hatten noch nicht mal Zeit, um ein Leben zu retten. In der Stille kam Hudson Taylor ein neuer Gedanke. Diese chinesischen Fischer waren grausam und herzlos. Aber wie viele Christen sind überhaupt nicht besser? Wie viele Christen haben keine Zeit hinzugehen und anderen von Jesus zu erzählen? Sie versuchen nicht, sterbende Seelen zu retten, weil sie zu beschäftigt mit ihrem eigenen Leben sind. Zu beschäftigt mit Fischen. Hudson Taylor kniete nieder und betete: Herr, hilf mir. Hilf mir, das Evangelium zu so vielen Chinesen zu bringen, wie ich nur kann. Dass du mich in dieses Land gerufen hast, das weiß ich. Aber ich bitte dich, dass du zu anderen Christen an allen Orten sprechen mögest, dass sie deinem Befehl gehorchen und das Evangelium zu allen bringen sollen. Amen.